Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Wie sonst auch im Winter hat es keinen Monat gegeben, ohne dass ich in der Luft war. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Wintermonaten der letzten Jahre gab es keine länger anhaltenden Hochdruckgebiete über Deutschland. Es reichte immer nur für kleine Runden um die nächsten Kirchtürme oder allenfalls mal eine Halbtagestour. Morgens oft Nebel und nachmittags schon um 16 Uhr dunkel, das schränkt den Aktionsradius schon ziemlich ein. Aber heute, Anfang März 2022, habe ich gleich in doppelter Hinsicht Glück. Zum einen herrscht großartiges Hochdruckwetter über Mittel- und Südeuropa und zum anderen habe ich auf der Suche nach einem nächtlichen Hangarplatz für meinen Flieger gleich beim ersten Versuch Erfolg. Denn den Flieger bei Frost draußen stehen zu lassen, das kommt eher nicht in Frage. Mein Freund Olaf, Ex-Arbeitskollege, begleitet mich. Unser letzter gemeinsamer Ausflug war im Juli 2017 nach Jüst und Norderney. Der Gedanke, mit dem Sportflugzeug in den Alpen herumzudüsen, war dann doch so verlockend, dass er sich diese kurzfristige Chance nicht entgehen lassen wollte. In den Alpen ist es heute ebenso wolkenlos wie windstill. Zwei großartige Flugtage erwarten uns also. Aber der Hinweg nach Österreich kostet uns satte 2,5 Stunden und damit 30 Minuten mehr als üblich. Denn wir haben heftigen Wind auf der Nase und schaffen kaum 160 km/h über Grund. Hier zunächst wie immer ein kurzer Überblick über unsere Zweitagestour. Über Karlsruhe, den nördlichen Schwarzwald sowie die Schwäbische Alb geht's auf Konstanz zu. In Stockach treffen wir auf den Bodensee und folgen der nördlichen Uferlinie durch die Kontrollzone von Friedrichshafen bis zur Insel Lindau. Von dort sind es nur noch ein paar Minuten bis zum ersten Ziel, Hohenems-Dornbirn in Österreich. Ein wunderbarer Platz, ich erzähle später noch etwas dazu. Allerdings hat er, wie viele Flugplätze, eine besonders lärmempfindliche Nachbarschaft. Wer sich hier nicht an die Platzrunde hält, bekommt schon während des Anfluges eine Rüge erteilt. Und seitdem ich mir mal eine Standpauke habe gefallen lassen müssen, verkürze ich den Gegenanflug, um schon deutlich vor der Ortschaft in den Queranflug einzudrehen. Das zweite Leck des Tages führt uns immer eng an der österreichisch-schweizerischen Grenze entlang. Wir passieren den Arlberg, Bludenz und das Montafon, statten unserem Lieblingsskigebiet, der Silvretta Arena, einen Besuch ab, werfen einen Blick zunächst auf Nauders und den Reschenpass und anschließend auf das tief verschneite Timmelsjoch, bevor wir ins Eisacktal und zum Brenner Richtung Innsbruck einbiegen. Danach lassen wir es uns nicht nehmen, wieder einmal Deutschlands höchstem Berg seine Aufwartung zu machen und ihm eine Ehrenrunde zu widmen. Von dort sind es dann nur noch ein paar Minuten bis zur Landung in Reute, ein Platz mit strikter PPR-Regelung. Dieser Anflug auf die Piste 04 des im Lechtal direkt am Fluss gelegenen Flugplatzes ist von besonderem landschaftlichen Reiz, wie wir später noch sehen werden. Wir haben nun den Bodensee erreicht. Noch ist die Sicht sehr bescheiden, wie man sieht, aber das ändert sich noch. Zunächst steht mal die Landung in Hohenems auf dem Programm. Delta Mike Echo Mike Zulu inbound Whisky 2600. Delta Mike Echo Mike Zulu, folgen Sie der Uferlinie, melden Sie den Ausflug in der Richtung aus der Kontrollzone. Delta Mike Echo Mike Zulu folgt der Unteruferlinie und meldet den Abflug aus der CTR. So, ja, wir haben es in 10 Minuten geschafft. 121,205. 121. Delta Mike Echo Mike Zulu verlässt die Art. Delta Mike Echo Mike Zulu, verlassen Sie Frequenz, genehmigt. Schönen Flug. Verlassen genehmigt, danke für den Durchflug, Delta Mike Zulu, ciao. Hohenems Flugplatz, Servus und guten Morgen, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Echo Zulu, Hohenems, Servus. Delta Mike Echo Mike Zulu, wir sind eine CT mit zwei Personen. VFR von Echo Delta Romeo Echo. Position inbound. Echo Reporting Point zur Landung, bitte. Delta Mike Zulu, Piste 05.
Wind variabel 1 Knoten, QNH 1019, melden Sie Whisky. Delta Mike Echo, Mike Zulu, nächste Meldung, Whisky, das QNH 1019 und wir kommen zur Piste 05. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Position Whisky 2400, nächste Meldung, eindrehen, Gegenanflug 05. Delta Mike Zulu, machen Sie einen möglichst kurzen Endanflug wegen unseren Anrainern, Landung nach eigenem Ermessen. Delta Mike Zulu, welcome. Delta Mike Echo Mike Zulu, Gegenanflug 05. Delta Mike Zulu, dreht quer 05. Den Anwohnern, die da wohnen, ja. Haben die immer Probleme. Ich weiß wahrscheinlich. Delta Mike Zulu, Endanflug 05. Ich weiß gar nicht, wo die Böen plötzlich herkamen. Delta Mike Zulu, Backtrack 05. Delta Mike Echo Mike Zulu, Piste verlassen. Wir würden als erstes gern ein bisschen tanken, so 40, 50 Liter, eine Stunde bleiben und dann weiterfliegen. Dann könnt ihr direkt zur Tankstelle, ich schmeiße euch den Tankchip runter und danach könnt ihr das Flugzeug da bei der Holzhalle Parkposition 3 oder 2 parken. Delta Mike Echo Zulu, Mike Zulu, so machen wir das. Danke. Hohenems Flugplatz, hallo, die Delta Mike Echo, Mike Zulu. Delta Mike Zulu, servus. Ja, servus, Delta Mike Zulu, CT, wiederum 2 Personen, Position neben der Tankstelle. Wir fliegen weiter nach Reute und ich rolle nun zur 05. Delta Mike Zulu. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Position am Roll, halb Piste 05, rolle auf die Piste und starte. Ich bin sehr gern und oft in Hohenems, aus 3 Gründen. Erstens ist es ein toller Flugplatz mit einer sehr schönen Gastronomie. Im Sommer sitzt man in 15 Meter Höhe über dem Vorfeld und hat einen tollen Überblick über das gesamte Fluggeschehen. Zweitens ist dieser Flugplatz ein super Sprungbrett in das nördliche Italien. Und drittens ist hier der Kraftstoff immer etwas günstiger als auf anderen Plätzen. Während in Deutschland der Sprit derzeit so bei 2,20 liegt, bekommen wir ihn heute für sage und schreibe 1,60 Euro.
Kein Wunder, dass derzeit an fast allen deutschen Grenzen ein florierender Tanktourismus entstanden ist. Wir fliegen nun zunächst Richtung Süd-Südwest, bevor wir bei Feldkirch dem Flüsschen Ill Richtung Südost folgen. Vor uns liegt nun die Region Arlberg. Sie befindet sich zwischen den Bundesländern Vorarlberg und Tirol. Der Arlbergpass ist die einzige im Winter befahrbare Route Richtung Innsbruck. Und wer kennt sie nicht, die vielen klangvollen Namen aus dieser Region? Als da wären Bludenz, Stuben, St. Anton, St. Christoph, Lech oder Zürs. Der 1793 Meter hohe Arlbergpass liegt an der Grenze zwischen den Bundesländern Vorarlberg und Tirol. Ihn bin ich auch schon mehrfach geflogen. Hier unter dieser Infokarte gibt es ein Video einer der letzten Landungen in Reute. Heute werden wir den Arlbergpass aber nicht sehen, weil wir bei Bludenz direkt ins Montafon abbiegen und der schweizerischen Grenze bis zur Bieler Höhe folgen. Das nun vor uns liegende Bludenz liegt prominent im Schnittpunkt der Täler Wallgau, also Illtal, Klostertal, Arlberg, Montafon, Silvretta und Brandnertal an der Gebirgsgruppe Rätikon. Die Stadt sieht sich gern als Fünftälerstadt, jedoch mündet das fünfte Tal, das große Walsertal, erst einige Kilometer westlich von Bludenz in den Wallgau ein. Aber ob nun vier oder fünf Täler, wir genießen nun die Berglandschaft, die sich in weiten Teilen noch unter unberührten Schneedecken versteckt. Was wir jetzt gleich unter uns sehen werden, ist die Silvretter Hochalpenstraße. Sie verbindet, wie alle Pässe, zwei Täler. Das Montafon in Vorarlberg mit dem Paznaun in Tirol. Die rund 80 Kilometer lange Strecke, die teilweise eine Privatstraße und damit mautpflichtig ist, öffnet meist im Juni und wird beim ersten Schnee wieder gesperrt. Folgt man der Straße ab Bludenz, geht es hinter der Mautstation zunächst ziemlich kurvig die Berge hoch. In 34 Kehren führt die Straße hinauf zur Bieler Höhe auf 2032 Metern. Im Grunde ist die Passstraße allein schon ein Erlebnis. Ich bin sie mehrfach auf 2- und 4-Rädern gefahren und da es sich um eine Privatstraße handelt, ist sie besser in Schuss als viele öffentliche Pässe. Auf der Bieler Höhe gibt es dann einen sehr schönen See, den Silvretter Stausee. Man sieht ihn hier noch tief verschneit und unzugänglich. Für die Region dient er schon seit den 50er Jahren zur Energieerzeugung und als Naherholungsgebiet. Direkt am See gibt es auch ein empfehlenswertes Restaurant. Auf der Ostseite geht es dann über Galtür und Ischgl Richtung Landeck im Inntal.
Weit über ein Dutzend der größten und schönsten Skigebiete der Alpen haben meine Frau und ich in den letzten 40 Jahren besucht. Es sind viele große Namen dabei. Cortina d'Ampezzo, Kronplatz oder Sella Ronda in Italien, Les Trois Vallées, Chamonix und Val d'Isère in Frankreich oder die Planai bei Schladming und Nauders in Österreich. Aber es gibt nur ein Skigebiet dieser Größenordnung, das nur gut 600 Kilometer aus dem Rheinland entfernt ist. Und das ist die Silvretta Arena. Alles andere ist entweder deutlich weiter entfernt, viel kleiner oder nicht schneesicher. Deshalb hat sich dieses Skigebiet zu unserem Lieblingsgebiet entwickelt. Hier kennen wir jede Piste, jeden Lift und natürlich auch jede Kneipe. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir schon auf der Eid-Alp in der Sonne gesessen haben. Jedenfalls, es ist großartig, das mal aus der Luft zu sehen. Als nächstes bekanntes Gebiet kommt das Kaunertal in Sicht. Es ist ein Sackgassental in den Ötztaler Alpen und endet kurz vor der Grenze zu Italien, unmittelbar am Kaunertalgletscher. Die für Fahrzeuge mautpflichtige Gletscherstraße ist eine Hochgebirgsstraße, die genau wie die Silvretterstraße mautpflichtig ist. Allerdings ist sie, wie gesagt, eine Sackgasse, die in 29 Kehren bis hinauf auf 2750 Metern führt. Dort befindet sich das Skigebiet Kaunertalgletscher. Der Gletscher ist übrigens auch im Sommer ein sehr lohnenswertes Ausflugsziel. Das Ötztal ist mit rund 65 Kilometern der längste Seitenarm des Inntals und das längste Quertal der Ostalpen. Es trennt die Stubaier Alpen im Osten von den Ötztaler Alpen im Westen. Die zwei bekanntesten Orte sind Ötz, der Namensgeber des Tals, und vor allem Sölden, das wegen der vielen Sportveranstaltungen und des Gletscherskifahrens international bekannt ist. Und wer als Motorrad- oder Sportwagenfahrer das nun in Sicht kommende Timmelsjoch noch nicht gefahren ist, der sollte das unbedingt mal machen. Dieser Pass ist einer der schönsten und höchsten in den Alpen und macht das Ötztal im Sommer zur Durchgangsstraße ins italienische St. Leonard im Passaiatal.
Heute kann man den Verlauf der Straße nur erahnen. Das Stubaital ist das größte Seitental des Wipptals, zu dem wir auch gleich noch kommen werden. Es ist ebenfalls eine Sackgasse und ist sowohl im Sommer als auch im Winter bei Touristen extrem beliebt. Und das nicht erst seit 2018, dem Bau einer beeindruckenden Aussichtsplattform direkt unterhalb des Graver Wasserfalls. Hier sehen wir nun gleich die Brennerautobahn, eine der wichtigsten Alpenüberquerungen überhaupt. Nicht nur für Pkw-Lkw, auch für die VfR-Fliegerei. Denn mit rund 6000 Fuß kann man hier schon den Alpenhauptkamm überfliegen. Das geht meist auch bei schlechtem Wetter ganz gut. Außerdem gibt es einen expliziten Wetterbericht für diese Strecke. Das ist die Gafe-Route 50 bei Austrocontrol. Das gesamte Brenner-Autobahntal wechselt zwischen Innsbruck und dem Gardasee dreimal seinen Namen. Zwischen Innsbruck und Sterzing heißt es Wipptal, dann Eisacktal und ab Bozen ist es das Etschtal. Aber wir drehen nun nach Norden, rufen Innsbruck Tower und fliegen durch die Kontrollzone Innsbruck weiter nach Seefeld, Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen. Delta Mike Echo Mark Zulu, Position Sierra 6000. Delta Mike Zulu, frei über India nach November 2, November 1. Delta Mike Echo Mike Zulu, frei über India, direkt November 2, November 1. November 2, 6 Alpha Echo, Wind 110 degrees, 6 knots, run with the rate, clear to land.
Und hier kommt nun das Wettersteingebirge mit seiner höchsten Erhebung der Zugspitze auf uns zu. Der Ostgipfel ist die höchste Spitze des Berges und der einzige Bereich, der noch natürlich erhalten ist und nicht zugebaut wurde. Seit 1851 steht hier ein Gipfelkreuz, das aktuelle allerdings erst seit 1993. Wegen der extremen Wetterbedingungen hier oben wurde es oft umgestellt, restauriert und in 1999 neu vergoldet. Während des Baus der neuen Zugspitzbahn in 2017 wurde es erneut beschädigt, doch steht es nun seit Dezember 2017 wieder in vollem Glanz auf dem Gipfel. Mit sehr vielen bekannten Bergen, zum Beispiel mit dem Mont Blanc oder auch dem Matterhorn, teilt sich die Zugspitze das Schicksal, das über seine Grate eine Landesgrenze verläuft. So wie Mont Blanc und Matterhorn im Grunde gleichzeitig auch eine italienische Seite haben, hat die Zugspitze auch eine österreichische. Der Zugspitzgletscher liegt allerdings komplett auf deutschem Gebiet. Ein paar Minuten später sind wir im Anflug auf die Piste 04 und damit auch am Ende des heutigen Lecks angekommen. Allerdings ist eine Landung in Reutte immer etwas Besonderes. Ein großartiger Anflug über einer großartigen Landschaft. Im Gegenanflug sieht man den Platz nicht, im Endanflug fliegt man tief im Lechtal an, links Berge, rechts der Fluss, ein wirklich traumhafter Landeanflug. Wie immer werde ich auch heute von meinem Freund Charlie empfangen, der auch immer gleich mit seinem Teleobjektiv bereitsteht. Spät am Abend wird noch hübsch gegessen, danach gibt's im Hotel auch noch einen zeitgemäßen Absacker.